Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video auf dem Kanal. Im letzten Video hatten wir bereits angekündigt, dass wir einige Interviews jetzt durchführen. Heute ist das erste Video dieser Art. Als Gast haben wir uns den Martin eingeladen. Hallo Martin erstmal. Hallihallo. Und der Martin hat eine Frage zur Vision von Connect. Die Frage kannst du jetzt gerne mal direkt an den Andreas stellen. Hallo Andreas, hallo Heilmann Software Team. Ich habe es mal mit Manuel abends mal drüber gehabt. Haben wir zusammen geschrieben und da hat er gemeint, dass eventuell irgendwelche Gimmicks für die Apple Watch für Connect kommen sollen. Was habt ihr euch da vorgestellt oder wie soll das ausschauen? Ja, die Frage greift so ein bisschen in die Gesamtstrategie ein, aber vielleicht ein paar Hintergründe. Wir sind ja vor 2 Jahren in den harten Kern der Apple iWatch Developer aufgenommen worden und vor 2 Jahren haben wir ja quasi das Connect schon relativ weit gehabt hier für das iPhone und konnten deshalb parallel eben dann überlegen, welche iWatch-Features wir unterbringen können und haben letztlich bemerkt, dass wir eigentlich das gesamte Produkt hier in die, also quasi hier in die Watch implantieren können. Genau, so ist das ganze Produkt da rein. Genau, also deshalb haben wir mittlerweile eben bemerkt, dass sogar, kamen ja von den Software-Monstern, die hatten ja da auf riesigen Bildschirmen irgendwelche Eingabemasken und haben dann viel Erfahrung gesammelt, das eben in solche, also in so relativ kleine Displays rein zu implantieren. Und haben aber dann, weil wir halt aufgenommen wurden in dieses Hardcore-Apple-Developer-Team, auch gemerkt, welche Möglichkeiten in so einer Watch eben drinstecken. Und haben bemerkt, wir können es komplett übernehmen und uns quasi die Entwicklung sparen das klingt komisch, ich muss selber so ein bisschen lachen, aber praktisch ist uns erscheint quasi ein Produkt fürs iPhone schon wie so ein kleines Monster. Nee, aber das kannst du nicht so sagen jetzt. Das war gar nicht abgestimmt, dass wir das jetzt so sagen. Ach so. Das geht nicht. Was sagst du jetzt dazu, Martin? Ich habe es eigentlich jetzt auch nicht verstanden. Ich meine, ich kann es nach wie vor auf dem iPhone nutzen oder auf dem iPad und auf dem PC, oder? Ja, gut. Das ist jetzt die, wie gesagt, die ganzen Fragen sind unerwartet. Aber. Ja, aber das können wir nicht so sagen, dass es jetzt nur auf der Apple. Gar nicht. Ja, gut. Noch. Also, lassen wir die Frage vielleicht so ein bisschen offen. Aber praktisch würde ich sagen, können wir das ganze Programm da drauf bringen. Und ich würde sagen, die anderen Displays oder auch PCs sind nicht mehr so wichtig. Wir machen erstmal Cut, würde ich vorschlagen jetzt hier. Das müssen wir intern nochmal. Martin, du behältst das auch erstmal für dich, was jetzt hier gerade. Entschuldigung, ich habe mir jetzt extra neue iPhones und iPads gekauft für meine Mitarbeiter. Und jetzt sagt ihr, jetzt soll ich mir noch iWatch auch noch kaufen. Also ich tut mir leid, also. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. André sagt, das ist, was du jetzt beantwortest. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, echt erstmal einen Cut machen an der Stelle. Das intern nochmal besprechen. Martin, du behältst das erstmal für dich, was jetzt hier gesprochen wurde. Und dann gucken wir nochmal. Ja. Das kam jetzt für mich auch ein bisschen unerwartet. Und haben mittlerweile erkannt, dass man eigentlich jede x-beliebige Software vollständig in dieses, das kann man unmöglich erzählen. Ja, und wie soll das ausschauen, oder wie? Wie? Das ist jetzt ein bisschen, würde ich zu weit greifen. Wie soll das ausschauen? Das ist auch das Beste. Ein Zack.